Ja, herzlich willkommen. Schön, dass einige gekommen sind, trotz Fußballwunder. Heute ist das Thema ganz spannend. Es greift über auf viele Kapitel im Lehrbuch und Sie sind gut beraten, einige von diesen Kapiteln im Zusammenhang zu lesen. Zunächst mal geht es um die Fiskalpolitik. Es geht auch um die Konjunkturpolitik und die Stabilisierung, die daraus abzuleiten werden kann. Also es ist eine Fortsetzung von der Vorlesung von letzten Woche, wo wir quasi die Modellierung der Konjunktur als Kumulation von Störungen gesehen haben, Nachfrage- und Angebotsstörungen, die ohne weiteres nicht unbedingt identifiziert werden können. Aber das ist eigentlich der Reiz an der Makroökonomik, ist eben dieser Schock zu identifizieren. Ich möchte diese Vorlesung nochmals zusammenfassen. Ich mache ein paar letzte Anmerkungen zu dem Formalismus, zu dem formalen Aufbau des ASD-Modells in dieser Vorlesung. Mit Hinweis auf die Zukunft, es kann noch komplizierter werden, es wird komplizierter, wenn Sie sich dafür interessieren. Ich möchte die Konjunkturpolitik in diesem Rahmen diskutieren. Dann gibt es eine Reihe von Kritik an der Vorstellung, dass der Staat die Konjunkturzyklen ausbügeln kann. Das ist eben, wenn man es wirklich salopp ausdrückt, ist nichts anderes als die Vorstellung, der Staat kann mit einem Informationsvorsprung eingreifen und in Zeiten einer Konjunkturdelle, zum Beispiel die wir jetzt wahrscheinlich bekommen könnten durch den möglichen Brexit. Die Finanzmärkte sind ein bisschen im Durcheinander. Es kann durchaus dazu kommen, dass die Investition in vielen europäischen Ländern nachlässt. Wir kriegen eine Konjunkturdelle. Die Frage ist, kann der Staat was tun? Und wenn ja, was? Wir wissen von Makro 2, dass Fiskalpolitik angesagt ist, wenn es keine eigenständige Geldpolitik gibt. Also zum Beispiel in Deutschland jetzt gibt es die Geldpolitik nicht mehr. Das heißt, wenn Deutschland alleine im Alleingang was gegen die Konjunkturdelle, also negative Welle machen möchte, wäre es eigentlich über die Fiskalpolitik zu erreichen. Und dann sollte ich mal das eingreifen oder sagen wir aufgreifen als Thema. Ich bin nicht so negativ dazu geneigt, aber man muss irgendwie aufpassen. Vor allen Dingen Länder, die schon verschuldet sind, ist die Fiskalpolitik etwas beschränkt, weil man kann nicht mehr ausgeben, wenn man es nicht bezahlen kann, beziehungsweise am Kapitalmarkt nicht aufbringen kann. Und um das zu verstehen, muss man die algebraischen Vorgänge verstehen. Also warum gibt es Schulden? Schulden ist ein Bestand. Und die netto neue Schuldaufnahme pro Jahr ist ein Strom, eine Stromgröße, ein Fluss von neuen Schulden, die herausgegeben werden, die emittiert werden und die kumulieren sich. Ja, deshalb gibt es in Griechenland einen Schuldenstand von 180% des Bruttoinlandsproduktes. Es kommt nicht von gestern, es kommt über mehrere Jahre, Jahrzehnte von defizitären Staatspolitik. Okay, das ist ganz wichtig es ist eine super Klausurfrage. Übrigens, vor mir sitzt Falk Marselis, der neue Übungsleiter, ganz fähig, gerade aus Princeton gestählt, wird die nächsten 3 Wochen betreuen. Ist sehr ratsam, dorthin zu gehen. Er hat wirklich eine Menge zu bieten, gerade in diesem Schluss, in dieser Schlussphase der Veranstaltung. Wollen Sie aufstehen? Das ist Falk. Also, willkommen zurück, Falk aus Princeton. Jetzt wird das quer durch die Welt ausgestrahlt, ja. Super. Ja, dann machen wir die Geldschöpfung wieder, um den Kreis zu schließen, weil die Zentralbank, es gibt ja noch eine Zentralbank in Europa, das wissen Sie ja, die Europäische Zentralbank, das ist nicht Besitzstand der Deutschen Bundesbank alleine, sondern alle Zentralbanken haben Anteil an der Europäischen Zentralbank und daher gibt es möglicherweise die Option, Staatsdefizite zu finanzieren. Aber natürlich ist das nicht erlaubt. Die Satzung des EZB oder der Vertrag von Maastricht und danach die ganzen
Bundesverfassungsgericht-Urteile beschränken und bestätigen die Beschränkungen, dass die EZB Staatsdefizite finanziert, direkt wenigstens, aber indirekt kann es tatsächlich durch die Hintertür kommen. Das müsste man auch ansprechen. Ganz wichtiges Thema heutzutage. Sie kennen ja die letzten Urteile vielleicht des Bundesverfassungsgerichts. Also letztes Mal hatten wir die Konjunktur als Teil der Makroökonomik verstanden. Erstmal empirisch gesehen, wir haben die Burns-Mitchell-Analyse mal aufgegriffen. Das ist kein amerikanischer Domäne, das ist eigentlich auch eine deutsche Sache. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Vorgänger von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung war eine Konjunkturforschungseinrichtung und wurde von der Weimarer Republik eingesetzt, um quasi die große Wirtschaftskrise zu verstehen. Und es ist damals auch sehr erfolgreich in diese empirische Richtung wegmarschiert und hat auch sehr interessante Beiträge zur deutschen Konjunktur. Ich habe auch ein paar alte Bücher von damals, es ist faszinierend. Die hatten alles von Hand gemacht. Und mit Rechnern heißt es mit Menschen. Die haben Menschen, Hiwis eingestellt, um diese Kolumnen aufzusummieren und in Indizes zu bilden. Die hatten keine richtigen Rechner. Die hatten nur menschliche Rechner. Dann haben wir quasi die Konjunktur im modernen Verständnis dargestellt, mit Hilfe eines Modells. Und wir haben gesagt, also die Wellen, die wir als irregulär und ja immer wiederkehrend, aber nicht unbedingt gleiche Periodizität, kann nur eigentlich erfasst werden als Kumulation von Schocks, von Zufallsereignissen, die wir nicht vorhersehen können. Aber die Übertragung ist durchaus systematisch. Das kann man mathematisch und statistisch zeigen. Diejenigen von Ihnen, die Zeitreihenökonometrie gemacht haben oder machen werden, werden das auch in diesem Sinne verstehen. Konjunktur ist auch in der Politik Gegenstand, das machen wir jetzt gleich. Wie kann man dagegen steuern? Kann man gegensteuern? Gibt es Maßnahmen? Wir haben gesehen, es gibt durchaus, je nachdem, flexible oder feste Wechselkurse, gibt es Möglichkeiten, in staatlichen Rahmenbedingungen wie feste Wechselkurse kann ein Staat durchaus durch Fiskalpolitik, durch Veränderung der Steuersätze oder Veränderung der Ausgaben für Güter und Dienstleistungen durchaus einen Einfluss haben. Aber das wird immer wieder beschränkt durch Dinge wie die Offenheit. Der Offenheitsgrad eines Staates wird immer dazu beitragen, dass viele Konjunkturimpulse ins Ausland absichern. Und deshalb ist die Effektivität eines Ausgabenprogramms beschränkt, nur wenn man koordiniert über mehrere Staaten hinweg. Also ein paar letzte Anmerkungen zu dem letzten Sprung in die Modellwelt. Wir werden nichts Aufwendigeres machen, aber ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt ein paar methodische Dinge, die wir nicht machen. Zum Beispiel, wir machen keine explizite Lösung nach rationalen Erwartungen. Also wenn die Wirtschaftssubjekte dieses Modell haben in dem Kopf und handeln danach, gibt es Lösungsbeschränkungen, die man eigentlich durchaus berücksichtigen muss. Aber es gibt einen kleinen Umweg, das werde ich Ihnen zeigen. Aber letztendlich sollen Sie sich offen halten für diese Erweiterung, die sicherlich in fortgeschrittenen Kursen bei mir oder bei Lutz Weinke vorkommt. Nicht? Insofern, ich lehre es jetzt wie an den meisten Universitäten der fortgeschrittenen Welt im Intermediate Micro oder Macro gehandhabt wird. Insofern ist es ein Grundmodell und viele Leute gehen damit zu einer Bank oder in einen Vorstand und haben das immer im Hinterkopf, genau wie sie Nachfrage und Angebot für Mikroanalyse anschmeißen, kann man das auch machen. Gerade mit Schwächen, dass die mikroökonomische Fundierung nicht vollständig ist. Wir machen das schon, wir machen schon Ansätze, damit sie lernen. Also Preissetzung ist eigentlich Entscheidung des Unternehmens und die Unternehmen haben Gewinn zu verbessern durch ihre Preispolitik, wenn nicht zu maximieren. Und wenn sie das probieren oder versuchen, dann hat das Komplikationen, Auswirkungen für die Volkswirtschaft. Wir haben versucht, das zu vereinen, diese altmodischen keynesianischen kurze Frist mit der klassischen langen Frist.
Und ich behaupte, wir haben es wenigstens, wir sind in guten Gewässern, wir können das weiterhin als Grundlage für unsere Analyse anwenden. Ja, und vor allen Dingen, was wichtig ist für Sie, falls Sie tatsächlich in einem Ministerium landen, und das passiert nicht selten, also ich bin sehr stolz auf einige Doktoranden, die das geschafft haben, in ganz wichtige Entscheidungssituationen zu kommen. Sie beraten Leute, die tatsächlich Entscheidungen treffen dazu. Man kann wenigstens eine sachliche Diskussion und keine ideologische Diskussion zu der Wirtschaftspolitik machen. Hier ist das Modell. Ich habe es ein bisschen kompakt hingeschrieben. Anmerkung, dass das Hütchen heißt, Abweichung vom Trend, von diesem langfristigen Entwicklung. Das kann auch wachsend sein. Zum Beispiel Y wächst mit einer langfristigen Wachstumsrate. Dieses Y-Hütchen ist die prozentuale Abweichung davon. Und Sie können tatsächlich die AD-Modellierung in diese Form bringen. Und die AD-Kurve wäre nichts anderes als die Taylor-Regel sozusagen darunter einzubetten in diese Kurve. Also die aggregierte Nachfrage wird durch die erste Gleichung gegeben. Konsumnachfrage abhängig von dem Realzins, immer bezogen auf die erwartete Entwicklung des Konsums, des realen Konsums. Das ist die sogenannte, die Verkörperung dieser sogenannte Euler-Gleichung, die aus Robinson Crusoe von 1 sich entwickelt. Also wenn die Zinssätze hoch sind, beschränkt man die Konsumausgaben heute relativ zu morgen. Und wenn diese morgigen Konsumausgaben relativ gegeben sind, heißt es eigentlich, wir konsumieren weniger heute. Das wäre die erste negative Einflussnahme des Zinssatzes auf die aggregierte Nachfrage in Erwartung. Dann kommt die Investitionsausgaben. Da hängt es von zwei Faktoren ab. Zunächst mal positiv von den Zukunftserwartungen der Grenzproduktivität von Investitionen in der Zukunft und negativ von dem Zins. Nicht genau, was wir eigentlich in Makro 1 so ein bisschen hingeschrieben haben. Jetzt kann man es etwas formalisieren, allerdings bezogen auf eine mikrofundierte Modellierung. Nicht? Und dann kommt der letzte Teil, das ist der exogene Teil, das sind die Staatsausgaben als Abweichung vom Trend. Und dieser Term davor stehend ist eben eine Konstante. G-Querbalken wäre eben diese langfristige, das langfristige Niveau. 1 minus Psi ist ein Faktor, der berücksichtigt, wie viele von den Konsumenten sind beschränkt am Kapitalmarkt und können sich nicht verhalten, wie das Modell vorschreibt, sondern alles ausgibt, also sozusagen einkommensbeschränkte Haushalte. Und Y-Querbalken ist eben auch diese Trendentwicklung von Output. Also G durch Y ist nichts anderes als die Staatsquote beschränkt auf die Staatsausgaben. Das können Sie auch nachlesen. Und das ist in Deutschland relativ stabil, ungefähr 0,2. Ich habe neuerdings nachgeguckt, 1,19 mal 0,21. Aber es bewegt sich wirklich relativ stabil um 0,2. Also insofern haben Sie gute Grundlage für diese Koeffizientenberechnung. Das heißt übrigens Kalibrierung. Man geht an die Daten und guckt sich mal solche langfristige Verhältnisse an und berechnet das Modell, kalibriert das Modell in diesem Sinne. Davon machen wir nicht so viel in dieser Lehrveranstaltung, aber es ist durchaus eine interessante Methode. Zweite Gleichung ist die Taylor-Regel, basierend jetzt auf Realzins, weil die Inflation schon eingebettet ist in die Nominalverzinsung. Insofern, man nehme die Taylor-Regel, die wir das erläutert haben vor 2 Wochen, und dann pflanzt man eben die Zielsetzung der Zentralbank, Pi quer Balken, da rein. Man bildet daraus eine reale Taylor-Regel und dann kann man diese reale Taylor-Regel einsetzen in die aggregierte Nachfrage, und dann haben wir eben genau die AD-Kurve, die Sie abzeichnen in Ihrem schönen Bild. Dritte Gleichung ist die Angebotskurve, noch einmal für Ihre Erinnerung, es wurde abgeleitet von dem Rotenberg-Modell. Die Preissetzung hat im Prinzip zwei großen Determinanten. Ein dritter Faktor wird hinzugefügt hier. Erster Faktor ist die Inflationserwartungen, bezogen auf die Zukunft natürlich.
E zum T heißt Erwartung basierend auf gegenwärtige Information. Das ist der komplizierte Teil, den wir in Makro 2 nicht so sehr rausfahren, weil das noch ein Schritt in der Mathematik benötigt. Aber das machen wir in Konjunktur- und Beschäftigungstheorie, das machen Sie bei meinem Kollegen Weinke. Zweiter Teil ist der Output mit der Idee, dass Firmen, die produzieren, reagieren mit ihren Outputplänen nur, wenn die Inflation tatsächlich abweicht von den Erwartungen, die sie in ihren Verträgen verkörpert haben. Und Beta steht dafür ein, wie viel reale Rigidität in der Preissetzung vorhanden ist. Und C steht für, wie viel nominale Rigidität. Je höher die nominale Rigidität, desto größer C und desto niedriger dieser Koeffizient im Pack. Und ebenso bei der realen Rigidität. Wenn diese Rigidität, Rigidität durch Beta verkörpert groß ist, ist Beta gegen Null und dann hat man auch ebenso einen sehr kleinen Koeffizienten in dieser Gleichung. Also das bestimmt letztendlich den Anstieg der Angebotskurve. Und je flacher die Angebotskurve, desto weniger die gegenwärtige Reaktion auf eine Konjunkturschwankung. Es kommt irgendwie schon, aber es kommt langsam als Kumulation über die Zeit. Das werden wir gleich sehen. Und dann kommt die letzte Frage, und da muss ich mich ein bisschen trennen von der Modernität, weil wir sind in Makro 2. Also die Koinflation ist eben, was wir immer in den Bildern eingebettet haben. Und eigentlich, wenn man das richtig konsequent durchziehen möchte, würde man eigentlich diese Koinflation gleich die Erwartung von Pi T plus 1 setzen. Das würde heißen, rationale Erwartung. Die Menschen grasen alle Informationen verfügbar heute ab und verarbeiten das, um eine rationale Erwartung für die zukünftige Inflation, selbst wenn sie nach Rothenberg ihre Preise setzen. Das ist ein starkes Stück eigentlich. Und da kommen wir wirklich sehr schnell in die Problematik, wie modelliere ich die Welt? Möchte ich die Realität abbilden oder möchte ich eine Modellierung haben, die in der Lage ist, tatsächlich robust gegen Veränderungen des menschlichen Verhaltens zu sein? Und wir wissen heutzutage, gucken Sie sich mal die Reaktion der Märkte auf die Brexit-Ankündigung, man denkt schon sehr, sehr weit jetzt im Voraus. Was passiert jetzt in Deutschland in 2 Jahren? Die Firmen haben richtig große Ängste. England ist ein sehr, sehr großer Markt. Und wenn das passiert, muss man. Man wird bestraft, wenn man nicht über die Zukunft nachdenkt. Genauso ist man bestraft, wenn man als Gewerkschaft oder als Unternehmen nicht an die Inflation rational nachdenkt. Es ist eine Disziplin für uns. Es ist eine offene Frage. Daher werde ich mal ein bisschen davon abweichen in der Modellierung. Ich werde es mal gleich zeigen. Aber trotzdem erstmal das Einsetzen, habe ich schon gesagt. Negativ geneigte AD-Kurve erfolgt aus dieser Modellierungsstrategie. Die 4 Gleichungen, die ersten 2 werden zu einer. Das ist sie da. Sieht so aus. Negativ geneigt. Die Positionierung der AD-Kurve hängt natürlich von diesen Erwartungstermen ab. Aber man kann das tatsächlich mental bewerkstelligen. So eine Zunahme der zukünftig erwarteten Konsumausgaben bzw. Output würde zu einer Rechtsverschiebung der AD-Kurve schieben. Also Optimismus, keynesianische Animal Spirits, jedenfalls für Z. Und auch eine Staatsausgabenerhöhung, die, auch wenn sie nicht erwartet ist, führt zu einer AD-Verschiebung nach rechts. Okay? Und umgekehrt nach links. Ja? Insofern kann man schon in diesem Sinne weiterfahren und dann nehmen wir die 3. Gleichung, haben wir die Anfänge einer formalen AS-Modellierung. Nicht, das ist es eben. Also Pi auf der linken Seite, Y quer Balken, das ist der Output Gap, also die Output-Lücke auf der rechten und diese Erwartung von den zukünftigen Inflationsraten oder der Rate ist eben diese Verschiebungsparameter, das Absolutglied in der Gleichung. Und Epsilon habe ich gar nicht erwähnt, das sind zusätzliche Schocks, die vielleicht durch Importpreise kommen oder durch Kollaps des Wechselkurses. Also ganz interessante Anwendung ist hier zu sehen, was passiert mit England jetzt, wo das Pfund abstürzt. Also um 10% kann das durchaus einen Effekt auf die
kurzfristige Inflationsbildung haben. Auch wenn die Menschen das nicht zukünftig weiter fortschreiben, wird das zu einer Linksverschiebung der AS-Kurve führen. Nicht? Also wir sind fast in der Lage, was Intelligentes über die Entwicklung zu sagen. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Also wie machen wir das mit der Inflation, mit der Inflationserwartung? Also wir machen so eine kleine Mogelverpackung jetzt und ich sage einfach, anstatt dass wir in die relativ aufwendige Mathematik der Lösung eines solchen Modells, wenn die Menschen tatsächlich selber ihre Erwartungen bilden, indem sie das Modell verwenden, Sie können sich vorstellen, das heißt eine gewisse Rekursivität, das wäre richtig rationale Erwartungen, die Vollnummer. Wir machen was Einfacheres, wir werden einfach mal ein bisschen mogeln. Nicht? Wie gesagt, das ist eine starke Annahme, aber wir können es ein bisschen abweichen, indem wir einfach mal das machen. Und zwar, wir modellieren diese Koinflation bzw. diese Erwartungsterm in der Rothenberg-Gleichung einfach als eine lineare Kombination von der gegenwärtigen Inflation, als würden die Menschen tatsächlich vor Ort live Inflationserwartungen haben, und der vergangenen Inflation. Man kann eine schöne Geschichte erzählen, vielleicht haben diese Menschen einfach rückwärts geneigte Inflationserwartungen, die sind einfach blöde. Sie nehmen einfach die Inflation der Vorperiode als Erwartungen der Zukunft. Oder vielleicht ist es nicht blöde, sondern einfach effizient. Vielleicht ist die Informationsverarbeitung so teuer. Ich meine, viele Gewerkschaften haben viel mehr zu, sie kümmern sich um die Mindestlöhne und sonst Arbeitsbedingungen. Jetzt müssen sie Inflationsvorhersagen besser als Citibank treffen. Das machen sie aber wahrscheinlich. Vielleicht kaufen sie die Citibank-Prognosen. Aber man könnte auch sagen, ja, die gehen ökonomisch mit ihren Mitgliedsbeiträgen um und sagen einfach, ja, wir nehmen einfach die vergangene Inflation als good guess. Aber das baut natürlich eine gewisse rückwärts schauende Tendenzen im Modell. Aber auf jeden Fall können Sie sehen, diese Modellierung ist für uns sehr billig. Also wir haben keine Erwartungsterm mehr. Wir müssen nicht die rationalen Erwartungen und die Hypothese und ihre Auswirkungen voll hier lösen in der Veranstaltung, sondern wir können Lambda variieren zwischen im offenen Intervall zwischen 0 und 1. Also geht Lambda gegen 0, heißt es, die Menschen sind zunehmend rückwärts gewandt mit ihren Erwartungen. Geht Lambda stattdessen gegen 1, dann hat man vollkommene Voraussicht. Und das schafft schon einiges bei dem Resultat. Ich würde Sie anregen, das vielleicht mal mit Hilfe eines kalkulatorischen Spreadsheet-Programms zu machen. Das ist ganz einfach. Da kriegen Sie sofort die interessanten Implikationen, die ich gleich zeigen werde. Ohne die schwere Last der rationalen Erwartungen mit sich herumzutragen. Also dann haben wir folgendes Bild. Das ASAD-Modell lässt sich so darstellen. Und wir können einfach mal das heute ein bisschen unsere Muskeln da spielen lassen. Ja, was kann man damit machen? Man kann zunächst einmal durch ganz klare Variationen von Verhaltensparametern sehen, wie eine Volkswirtschaft reagiert auf verschiedene Schocks und wie der Zyklus sich abspielt. Und das ist schon mal sehr wichtig, weil man kann immer mit der Ökonometrie irgendeine Kurve schätzen, aber wie viel ist das nützlich, wenn man irgendwie mal gefragt wird von Frau Merkel, hey, was mache ich damit? Schöne Phillips-Kurve, die Sie geschätzt haben, aber funktioniert das? Ich komme gleich darauf zurück. Zum Beispiel, wir könnten da sagen, wir sind in der Industrie mit Beta und C. Wenn die Firmen sehr viele langfristige Verträge machen mit ihren Kunden, würde das eher heißen, dass C relativ hoch ist. Das würde dafür sprechen, dass die AS-Kurve relativ flach ist. Hingegen, wenn die Firmen sehr, sehr konkurrenzbehaftet sind, viel Wettbewerber aus dem Ausland, würde das eher sprechen dafür, dass Beta hoch ist und kleine Abweichungen der Output
des Output-Niveaus könnte durchaus zu höheren Kosten führen und das würde zu einer Preiserhöhung und daher wäre da die AS-Kurve steil. Das sind zwei Möglichkeiten. Man kann Gegenargumente machen. Man muss einfach mit den Daten dann und mit den Firmen sich damit beschäftigen. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass Lambda eine interessante Möglichkeit ist. Man kann sehen, okay, wenn die Erwartungen eher rational sind, also wenn Lambda gegen 1 geht und die Menschen handeln, als wäre die Inflationsrate schon korrekt abgeschätzt, hat man andere Erwartungen durchaus, als wenn Lambda tendiert gegen 0, wenn die Menschen sehr, sehr viel Gewicht auf die Vergangenheit legen. Okay, ich komme gleich darauf zurück, um die Konjunkturpolitik auszuwerten. Das ist interessant. Aber jetzt möchte ich mal einen kleinen Exkurs machen. Es gibt immer noch eine große Diskussion, Auseinandersetzung mit dieser Idee. Es gibt Leute, die gesagt haben, ja, ich gucke mir das Modell an und ich sehe nicht, warum Beta überhaupt positiv ist. Beziehungsweise, ich sehe nicht, warum die Menschen nicht vollkommen Rationalität haben. Das heißt, es würde heißen, Lambda fast gleich 1. Und wenn das der Fall ist, gibt es eigentlich gar keine Rolle mehr für die Geldpolitik. Und das war eine Kritik damals in den 80er Jahren, die wird immer noch von verschiedenen Schulen in den USA getragen. Es ist einfach eine höhere Gewichtung auf die realen Störungen in der Volkswirtschaft und weniger Störungen auf die Geldpolitik. Das ist eine gewisse Abwertung oder Herabwürdigung der alten Ideen der Geldpolitik, dass die Geldpolitik überhaupt einen Einfluss hat. In der heutigen Zeit gewinnt diese Einstellung noch etwas Rückenwind. Das ist klar, die Zentralbankpolitik hat eigentlich nichts bewirkt, gerade die EZB. Und die Fed hat wahnsinnige Expansion der Geldmenge über die Bilanz der Fed. Die EZB macht Offenmarkttransaktionen ohne Ende. Die Zinssätze stoßen gegen Null. Das spricht schon von einer gewissen Ineffizienz oder Unmöglichkeit der weiteren Geldpolitik in diesem Fall. Man könnte natürlich Geldscheine verschenken. Helicopter Money. Das wird auch sehr heftig diskutiert in den USA. Aber erstens ist es ein bisschen problematisch. Also man kann es nicht vom Helikopter abwerfen. Es wäre vielleicht unfair, weil die Muskulösen von ihnen würden natürlich das Geld abgrasen und die armen alten Frauen würden natürlich keine Chance haben. Das ist eine, die Ungleichheit der Verteilung. Man könnte es vielleicht über das Bankkonto machen. Manche Leute haben gar kein Bankkonto. Und außerdem beschädigt das ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Manche Leute haben diesen Kurs nicht belebt, wie Sie. Sie verstehen nicht, wie Geld funktioniert. Und wenn der Staat einfach Geldscheine aushändigt, ist es ein Problem, ja? Die Leute glauben nicht mehr, dass der Staat überhaupt was hinter diesem Geld stehen hat. Wo wir wissen, ja, ist die Bilanz der EZB, das sind reale Kaufkraft und aktive Staatsschulden, die was wert sind, nicht? Das Bankensystem etc. Aber die meisten Menschen verstehen das nicht. Das ist gefährlich, wenn eine Zentralbank das macht. Das kann schlecht erklärt werden und führt manchmal zu ganz komischen Ereignissen und deshalb ist die Zentralbank in der Regel sehr konservativ und sagt, Helikoptergeld nicht bei uns. Nicht? Obwohl es eigentlich ein fiskalischer Akt sein könnte. Man könnte sagen, der Staat macht ein Defizit und die Zentralbank finanziert das durch Kredite, aber das macht man nicht. Das kann man nicht mehr nach Maastricht etc. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Also es gibt schon eine grundsätzliche Kritik an der Fiskalpolitik. Und diese Schule, die sogenannte Real Business Cycle School, also wenn Sie nachschlagen im Lehrbuch Kapitel 16, sehen Sie ein paar Absätze darüber. Man kann nicht verneinen, dass es Konjunkturzyklen gibt. Aber die Frage ist, was ist die Quelle? Und die Antwort der EBC-Schule, vorwiegend aus Minnesota, nicht mehr so stark, aber auch Rochester, University of Pennsylvania, die sogenannte Süßwasserschulen in den USA, weil es alles im Inland ist, vielleicht weil sie keine Möglichkeit mal segeln zu gehen, verstehen sie nichts von Politik. Aber auf jeden Fall, diese Modelle sind tatsächlich besser fundiert
Also der Nobelpreisträger Ed Prescott und Finn Kidland zusammen haben ein Papier gezeigt, wo alles wunderbar mikroökonomisch aufgeschrieben werden kann, wo nur reale Störungen die Konjunkturwellen verursachen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben einfach mal sich, unser lieben Freund, den Solo Überrest, das Solo-Residuum berechnet. Sie erinnern sich, im Makro 1 haben wir das berechnet. Wir haben gezeigt, dass bei gegebenem Kapital und Arbeitseinsatz gibt es Schwankungen im Output. Wir haben das als, also eine Interpretation ist technischer Fortschritt. Es gibt andere Auslegungen. Die haben die Auslegung technischer Fortschritt bevorzugt und haben gezeigt, dass es eigentlich relativ gut mit Output korreliert ist. Und das hatten natürlich viele Leute von ihrem Alter und ein bisschen älter, die gerade PhD machen in den USA, in Großbritannien, Spanien, begeistert. Endlich mal haben wir die Realität entdeckt. Ja? Und das ist schon mal sehr beachtlich, dieses Solo-Residual als Treiber der Konjunktur. Nicht? Und da kann man tatsächlich ein schönes Modell aufstellen. Unser ASAD-Modell kann durchaus ein bisschen getunt werden, damit nur die realen Schocks ausschlaggebend sind für die Konjunktur. Insofern können wir das auch machen. Aber bei dem RBC-Modell ist es so, dass der Robinson Crusoe sozusagen diese Schocks zur Technologie erfährt und reagiert optimal darauf. Und das ist natürlich auch eine schöne Herausforderung für uns, zu widersprechen, warum die Konjunktur nicht als das Beste, was man machen kann, die beste Reaktion auf diese Schocks, die immer kommen. Es kommt einfach mal die Idee, Dropbox zu machen. Jemand geht hin und entwickelt Dropbox. Was für eine tolle Entwicklung, eine Steigerung unserer Produktivität. Nicht? Also, oder Facebook, vielleicht ist es negativ als Schock. Also für mich ist es eher ein negativer Schock, aber man kommt auf kreative Ideen und man trifft alte Freunde, die man seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Das ist wahrscheinlich auch negativ für die Produktivität. Aber auf jeden Fall, die Vorstellung, dass die Erfindung von so einem neuen Herzschrittmacher, das führt irgendwie mal zu Produktivitätsverbesserungen und das treibt die Volkswirtschaft voran, ohne dass man irgendwie die Geldpolitik erwähnen muss. Und Prescott und Kidden und Prescott haben gezeigt, dass also nach ihrer Rechnung 2/3 der gesamten Varianz der Konjunkturwellen in den USA durch solche Überlegungen erklärt werden kann. Den Rest geben sie zu, aber sie sagen, es ist viel wichtiger, uns mal mit dem anderen Teil zu beschäftigen. Gab es eine Auseinandersetzung in der Literatur, in der Politik? Ronald Reagan wurde zum Teil auch mal beeinflusst von dieser Idee. Auch George Bush. George Bush hat es nicht verstanden, aber Ronald Reagan hat es verstanden. Dennoch gibt es Probleme. Also erstens, die Annahme der vollständigen Preisflexibilität ist grundsätzlich Bestandteil der Theorie. Und die beobachten wir nicht in Mikrodaten. Wir beobachten sie nicht in der aggregierten Analyse, die ich letzte Woche gezeigt habe. Die Preisentwicklung ist sehr glatt. Die springt nicht, um den Markt zu räumen. Das ist halt ein Problem. Die kurzfristige Geldneutralität ist eigentlich nicht glaubwürdig als Annahme. Unbeirrt machen Sie weiter. Die Beschäftigung in diesem Modell weist Schwingungen auf, die nicht so stark sind. Was wir beobachten in Deutschland zum Beispiel, in diesem Aufschwung steigt die Beschäftigung sehr, sehr steil an. Und in Rezessionen werden die Leute tatsächlich auch aus dem Erwerbsleben rausgeschubst. Und diese Schwankungen sind sehr, sehr stark korreliert mit Beschäftigung. Das ist schwer zu erzeugen im RBC-Modell ohne Annahmen, die unrealistisch sind. Eine sehr, sehr hohe Substitutionselastizität für das Arbeitsangebot. Das Modell hat auch den politischen Nachteil, dass es sehr schwer zu vermitteln ist. Die Beschäftigungslosigkeit in diesem RBC-Modell ist freiwillig, komplett. Insofern, das ist ein ganz großer Grund, weshalb es nicht Feuer gefangen hat. Man muss einige Modifikationen einführen, um die Arbeitslosigkeit irgendwie glaubwürdig zu erklären. Trotzdem gibt es durchaus Vorteile, sonst hätte Prescott nicht den Nobelpreis mit Kidland gekriegt.
Also prozyklische Zinsen, prozyklische Konsumverhalten, prozyklische Produktivität und relativ prozyklische Reallöhne, wobei das auch ein bisschen umstritten ist, ist durchaus besser erklärt als in einer neukeynesianischen Aufstellung. Also das ist ein harter Einwand. Und das können Sie sehen, wenn Sie mal diese Bilder, die Sie Ihnen, die Ihnen bekannt sind aus dem Makro 1, aber auch aus dem Lehrbuch. Sie sehen prozyklische Arbeitsproduktivität. Das ist auch relativ schwer ohne Verschiebung der Produktionsfunktionen zu erklären, die prozyklisch sind. Und auch der Lohnanteil, der leicht antizyklisch ist. Das heißt, Produktivität steigt schneller als der Reallohn. Das ist ein Problem für die ABC-Leute, aber das will ich nicht unbedingt mal vertiefen jetzt. Es gibt Studien, die versuchen das, es ist eine ältere Studie, die versucht das zu zerlegen. Und es ist tatsächlich so, dass Geld pur eine relativ bescheidene Rolle mit Hilfe von ökonometrischen Verfahren, sogenannte Structural Vector Autoregressions, man kriegt relativ wenig Varianz erklärt durch Schwankungen der Zinssätze, die exogen anzusehen sind, oder durch Geldpolitik pur. Und was meistens dabei rauskommt, sind eine Mischung aus Angebots- und Nachfrageverschiebungen, die aus der realen Volkswirtschaft kommen. Was heißt reale Nachfrage? Reale Investitionsschübse durch positive oder negative Erwartungen. Denken Sie wirklich an Brexit. Ich meine, es tut mir wirklich leid zu sagen, aber Brexit, egal wie Sie dazu stehen, wird für die deutsche Wirtschaft negative Folgen haben. Zweifelsohne, kurzfristig. Die gesamte europäische Raum wird jetzt darunter leiden. Ja? Und das ist eine Nachfrageverschiebung in erster Linie. Eine Angebotsverschiebung wäre natürlich, wenn plötzlich zur gleichen Zeit wir ein neues Medikament erfinden und da brauchen wir viele Menschen dafür und man kann dafür viele Produktivitätsgewinne erzeugen oder sowas. Ne? Aber Sie sehen, der größte Teil ist die ersten zwei Spalten. Also Zusammenfassung von diesem Exkurs zur RBC-Theorie. Man kann, und das ist das Schöne an der RBC-Theorie als Lehrstück, um zu erklären, weshalb die Konjunktur wirklich gut modelliert werden kann als ein gleitendes Mittel von Schocks in der Volkswirtschaft. Weil wir haben diese Schocks. Wer hätte gesagt vor einem Jahr, dass Brexit kommt? Wer hätte gesagt vor einem Jahr, dass die Migrationswelle kommt? Das sind zwei entscheidende Einflüsse auf die deutsche Volkswirtschaft. Und die Auswirkungen werden nicht sofort eintreffen, sondern die werden kumulieren. Es wird jede Woche neue Entlarvungen, Enthüllungen von Informationen kommen. Und das wird das weiter kumulieren. Es kann auch sein, dass das britische Parlament das ablehnt. Das wäre auch für mich ein Schock. Sie könnte natürlich das machen in geschlossene Einheit und geschlossen zurücktreten und Neuwahlen. Das wäre der ehrliche Gang eigentlich. Das ist jetzt ein kleines politisches Statement jetzt. Aber das wäre auch ein Schock und das würde natürlich die gegenwärtige Meinung vollends zurückkehren, vielleicht noch mehr Unsicherheit verursachen. Gott, es könnte noch komplizierter werden. Oder man bläst das Ganze ab, nicht? Um den Zerfall des Vereinigten Königreichs zu vermeiden. Also auf jeden Fall, RBC, wissenschaftshistorisch gesehen, ist eine Antwort auf die Kritik an dem alten ASAD-Modell. Und was ich Ihnen gezeigt habe am Anfang der Vorlesung, ist nichts anderes als eine Anpassung, um gerade dieser Kritik gerecht zu werden. Okay? Und wir wollen sagen, Technologie ist nicht der einzige Treiber des Zyklus, sondern es gibt auch andere. Es gibt Erwartungen der Konsumenten, in der Euler-Gleichung zum Beispiel, oder es gibt möglicherweise auch Staatsausgaben als Störfaktor, positiv oder negativ, und so weiter. Und wie gesagt, der RBC-Ansatz ist sonst trotz intellektueller Reinheit eigentlich ein recht problematischer Ansatz für die Praxis. Das ist ein gutes Beispiel für unsere Idee, dass die Fortschritte der Wissenschaft im Allgemeinen ist nichts anderes als eine Reihe von Falsifizierungen. Man stellt eine Hypothese auf, die Erde ist das Zentrum des Universums und dann widerlegt man diese Hypothese mit guter Evidenz. Das ist genau, was wir in diesem Fall hatten.
Gut, jetzt gehe ich in den letzten 45 Minuten auf die Konjunkturpolitik als Gegenstand unseres Faches. Ich werde über Geld- und Fiskalpolitik sprechen als Nachfragepolitik, also AD-Kurvenverschiebungen, nicht AS. AS wird nächste Woche mal unter die Lupe genommen. Das ist die Supply Side. Wie reagiert die Volkswirtschaft auf diese Störungen von seitens der Firmen und Arbeitnehmer, die den Output liefern? Also worum geht es bei einer Konjunkturpolitik? Mit der Vorstellung erstmal angefangen, dass man überhaupt eine Möglichkeit hat und das erwünscht ist, dass man es will. Was will man da eigentlich beeinflussen? Es gibt verschiedene Gewichtungen, je nach politischer Lage, je nach Partei, die gerade die Regierung stellt. Kann man die konjunkturbedingte Output-Lücke erstmal benennen? Erstmal muss man den Trend identifizieren. In Deutschland geht der Trend wirklich sehr, sehr günstig, gerade was die Arbeitslosigkeit angeht. Aber es kann noch schlechter werden. Zum Beispiel in den kommenden Monaten und Quartalen kann es durchaus so eine Delle nach oben. Könnte man, will man darauf reagieren? Und man muss natürlich auch damit sich auseinandersetzen, dass es gibt diesen Trend. Ja, steigender Output in Deutschland ist der Regel seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber diese Wachstumsrate ist immer bescheidener. Seit der Wiedervereinigung ist es unwiderlegbar, dass die Wachstumsraten in Deutschland sich verlangsamt haben. Manche würden sagen, auch zum Zweiten nach dem Einstieg in das Euro, obwohl das ein bisschen schwer zu belegen ist. Aber auf jeden Fall haben wir dafür niedrige Inflation. Inflation ist auch ein Problem. Und die Inflationsbekämpfung kann auch als Teil einer Nachfragepolitik gesehen werden. Wenn die Inflationsrate zu hoch wird, muss man was dagegen tun. Und wenn die Inflationsrate zu niedrig ist, will man vermeiden, dass die Preise anfangen zu fallen. Deflation, Kapitel 16, stellt ganz klar Gründe heraus, weshalb die Inflation mit einem negativen Vorzeichen ein Problem ist. Sie müssen sich vorstellen, wie das wäre, wenn wir minus 5% Inflation jedes Jahr hätten. Das ist eine ganz andere Welt. Wie würde man Realzinsen da berechnen? Und wenn Sie sparen, hat es überhaupt Sinn zu sparen mit negativen Nominalzinsen? Wahrscheinlich nicht. Sie können Ihre Geldscheine einfach abheben von der Bank und unter die Matratze setzen. Und dann hätten Sie wenigstens eine positive Rendite von 5%. Sie hätten mit Ihrem Cash 5% mehr Güter und Dienstleistungen zum Jahresende. Das hat natürlich eine negative Auswirkung auf viele Dinge. Und wenn man dazu Unsicherheit hinzufließen lässt, dann ist es wirklich eine... Hat man Japan. Japan hat diese Situation fast eineinhalb Jahrzehnte. Und das hat negative Auswirkungen auf die Investitionen und andere Dinge. Also insofern... Es heißt nicht nur Inflation zurückschrauben, sondern wir sollen vielleicht möglichst weg von Null sein, weil nur Inflation, Zero Lower Bound, bewirkt Probleme für die Zinssetzung. Ich werde später darauf eingehen. Insofern, Inflation kann zu niedrig sein. Also manche wollen das nicht hören. Natürlich, wenn Sie Kapitalanleger sind, haben Sie Probleme mit niedrigen Zinssätzen. Sie hätten vielleicht auch Probleme mit positiver Inflation bei niedrigen Zinssätzen. Insofern muss man sich auch damit beschäftigen. Ich setze voraus, dass solche Politik im Grunde möglich ist. Hier ist die klassische Abbildung einer expansiven Nachfragepolitik. Also von null ausgehend. Warum würde man das machen? Vielleicht kommt eine Partei an die Macht, die sagt, hey, ich will was für die Wirtschaft tun, ich will was für mein Klientel machen. Wir machen jetzt eine Gehaltserhöhung für alle Beamten, wir bauen die Militärausgaben aus, wir bauen ein paar Brücken, wir brauchen mehr Straßen in Deutschland. Also solche Vorstellungen. Ja, das würde heißen, von null ausgehend eine Verschiebung der ARD-Kurve nach rechts. Und diese Verschiebung der Nachfrage in Form einer Fiskalpolitik ist eine einmalige Verschiebung. Das heißt, nach der Periode geht AD zurück.
Weil es basiert auf Wachstumsentwicklungen. Diese Erhöhung von G, vom Trend, kann nur einmal passieren. Und dann ist es wie ein Gummiband. Man kann nur eine langfristige Rechtsverschiebung bewirken, wenn man die Zielinflation, die in der Geldpolitik eingebettet ist, erhöht wird. Die Zentralbank sagt, hey, Moment, wir zielen jetzt auf 5%, 2% ist viel zu riskant, wir machen das und wir sagen das der Welt, die Welt muss es auch verstehen, wir werden so lange Geld herausgeben, bis wir, oder wir werden die Zinssätze so lange niedrig halten, bis die Inflationsrate auf 5% oder in den Bereich von 5% kommt. Das wäre eine permanente Verschiebung der AD-Kurve. Ansonsten ist es temporär. Aber Sie sehen, die Auswirkung dieser Nachfragepolitik ist bedingt durch den Anstieg, die Steigung der AS-Kurve. Nicht? Da sehen Sie, von A bis B hat man eine kleine Erhöhung der Inflationsrate, vielleicht gar nicht so klein, es kommt auf die Skalierung an, aber man hat wenigstens eine Bewegung der Output-Lücke. Und gerade bei einer steilen AS-Kurve, und wir wissen ja, was die steile AS-Kurve ausmacht, die Abwesenheit zum Beispiel von nominalen Rigiditäten ist eine Möglichkeit, ein niedriges Niveau an C, das würde quasi zu einer steilen Verlauf, das heißt, geht alles in die Inflation. Und das ist in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Sie müssen auch natürlich verstehen, in einer offenen Volkswirtschaft ist der Multiplikator für fiskalische Impulse niedrig, weil viele von diesen Einmalausgaben ins Ausland fließen. Selbst wenn Deutschland in ganz neue Unis bauen möchte, kann man nicht alles selber produzieren. Viele in öffentlichen Ausschreibungen wird an ausländische Firmen gehen. Auch Arbeitskräfte werden aus dem Ausland geholt. Und das heißt, eine Absicherung der ersten Runde der Nachfrage bei der Fiskalpolitik. Spätestens bei der zweiten Runde, wenn die Menschen anfangen, ihre Einkünfte auszugeben für ausländische Produkte. Deutschland hat eine Importquote von 45%. Das ist, oder vielleicht ein bisschen niedriger, aber für die meisten Ausgaben, selbst wenn sie von Haushalten vermeintlich für deutsche Produkte ausgegeben werden, wird man immer feststellen, dass ein großer Teil der Wertschöpfung im Ausland herkommt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Koinflation sehr schnell reagiert. Wie gesagt, wenn Lambda gegen 1 geht, würde das heißen, dass die AS-Kurve fast, als wäre es vertikal, die Inflationserwartungen würden sehr, sehr schnell reagieren auf die tatsächlich realisierte. Und im Limes gibt es gar keine Abweichung zwischen Erwartungen und Realität. Und das würde heißen, also man käme gar nicht zu Punkt B, sondern gleichzeitig verschiebt sich die AS-Kurve nach links. Und wir haben nur Inflation. Also wir haben, alles geht in die Inflation. Und das ist sozusagen die monetaristische Antwort. Wenn das der Fall ist, dann sollen wir einfach auf niedrige Inflation anpeilen und einfach die Sache dabei belassen. Da sehen Sie, die Politik reicht in die Wirtschaftswissenschaften insofern, dass wir tatsächlich, wir können nur die Optionen darstellen, aber die Politik wird letztendlich bestimmen, wo wir hingehen. Und wenn Sie viele Leute haben, die gegen Inflation sind und finden, dass die Output-Lücke, okay, es ist nicht so schön, aber wir nehmen es einfach in Kauf, dann hätten wir sehr hohe Wahrscheinlichkeit, bei Punkt D zu landen. Okay, und vor allen Dingen, die Menschen glauben an die Politik der Zentralbank. Das heißt, eine Glaubwürdigkeit, dass P-Querbalken, diese Zielinflation und die daraus abgeleitete Koinflation, die wird niedrig sein. Und das beschreibt eigentlich die Lage in diesem Land vor der Wiedervereinigung, auch nach der Wiedervereinigung mit der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank ist eine sehr konservative Einrichtung. Die Inflationsrate hat unter 2% zu sein. Und das ist eine ziemlich scharfe Zielsetzung. Die Schweiz ist ähnlich. Es gibt ein paar andere Länder in Europa, die man auch mal benennen kann. Man kann natürlich eine andere Perspektive nehmen. Das ist die sogenannte keynesianische Perspektive. Keynes hat gesagt, auf Englisch, in the long run, we're all dead. Und er hat ein bisschen sich lustig gemacht über seine eher neoklassisch gestrickte Kollegen, über seine neoklassischen
Kollegen, die gesagt haben, hey, die Inflation kommt, na, das ist nicht so schlimm, nicht so schön und wir müssen irgendwie uns ausbremsen. Und Keynes sagte, bei Punkt A kann man nicht solche Diskussionen führen, weil sehr viel Output verloren geht. Und es geht verloren, weil es Rigiditäten in der Volkswirtschaft gibt. Also die Löhne passen sich nicht schnell genug an oder die Preise passen sich schnell genug an. Die Core-Inflation passt sich nicht an. Und da bleibt man bei Punkt A eine Zeit lang. Und diese Output-Gap bedeutet Arbeitslosigkeit, verloren gegangene Einkünfte für Menschen, die das vielleicht sehr, sehr, sehr dringend brauchen. Und die keynesianische Antwort ist, wir müssen was tun. Also Aktivismus in der Politik würde heißen, also sofort was dagegen tun. Eine Erhöhung von G, einmal, zweimal oder eine Erhöhung der Zielinflation würde dies erreichen. Nicht? Es kommt wirklich darauf an, wie Sie relativ diese beiden Faktoren gewichten in der Politik. Das heißt, wir Ökonomen können nur sagen, was passiert, wenn. Aber wir können nicht vorhersagen, was tatsächlich beschlossen wird. Also es gibt diese zwei Paradigmen, man kann das sagen. Es gibt, was ich als neoklassische Synthese, das ist, oder neo-keynesianische Ansatz, den ich mal gerade geschildert habe. Und dann gibt es diese extreme, vorwiegend amerikanisch geprägte Vorstellung, dass die Geldpolitik eigentlich ignoriert werden kann. Es geht wirklich um die reale Produktivitätsschocks. Und die intellektuelle Auseinandersetzung ist interessant, vielleicht für einige Studenten. Und das sollte man eigentlich gleich korrigieren. Ich habe ganz gute Noten im Goethe-Institut bekommen. Das sollte eigentlich nicht mehr sein. aber glücklicherweise korrigieren meine Hiwis sowieso die Folien, bevor sie die mal bekommen. Also die Auseinandersetzung ist intellektuell, aber die Politik wartet auf Antworten. Das ist immer das Problem, die Politik wartet auf Antworten. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Antworten zu geben, dann gibt es tatsächlich Ärger. Es gibt Ärger gegen uns, weil die Leute sagen, ey, ihr könnt uns nichts sagen, ihr seid einfach im Elfenbeinturm. In der Tat ist es so, dass man nicht bereit ist, sich stark zu machen für eine Sache, wo man nicht hundertprozentig oder sagen wir mal 95% überzeugt ist. Und die Leute, die das tun, sind manchmal auch Kollegen, die keine Probleme damit haben. Und die Rolle der Preisrigidität ist da. Das ist für mich der größte Gegensatz oder das Gegenargument zu dieser RBC-Theorie ist eben die Preisschwankungen in der Wirtschaft sind sehr, also systematische Preisentwicklungen sind sehr, sehr langsam. Das hat Keynes in den 30er Jahren erkannt und das begleitet uns immer noch. Trotzdem, also wie im Lehrbuch dargestellt, gibt es eine Konvergenz der Lehrmeinung und die Leute, die tatsächlich die Politikjobs bekommen, sind diejenigen, die wissen, wie man das erklären kann und so weiter. Gut, Kritik an dieser Politik. Also ich habe schon implizit Kritik gegeben, aber man kann richtig Kritik hageln lassen, verunterhagen lassen, weil es gibt viele Dinge, die man kritisieren kann an der Nachfragepolitik, die nur darauf aus ist, permanent Abweichungen im positiven Sinne vom Trend. Also man kann eigentlich im Grunde das ohnehin nicht machen, aber es gibt immer die Versuchung dazu. Und diese alte Debatte, es gibt sehr viele Varianten davon, aber ich möchte ein paar einfach mal aufrollen. Erstmal die Kosten der Inflation. Ich habe gerade leise darauf hingewiesen, dass die Präferenzen für Output-Stärkung in schwachen Zeiten, Inkaufnahme von Inflation, das sind Attitüden, das sind vielleicht sogar Ideologien. Das kann auch widerspiegeln, was für eine Position Sie in der Gesellschaft haben. Wenn Sie Rentner sind, ist die Inflation ein Problem. Wenn Sie 500 Euro im Monat bekommen und die Inflationsrate sich beschleunigt,
dann haben sie weniger reale Güter im Monat. Und sie kriegen keine Erhöhung, ohne dass die Politiker ein paar Geschenke austeilen. Deshalb ist es ganz natürlich, dass Leute mit festen Einkünften, auch Menschen, die selbstständig sind, die im Ruhestand leben, die sind gegen die Inflation. Andere Leute sind dafür. Wenn sie Bauer sind, Inflation ist großartig. Die Agrarpreise ziehen zuallererst an. Und dann hat man tatsächlich sogar reale Gewinne durch eine hohe Inflation. Es gibt viele, viele Auseinandersetzungen, die ich werde die gleich vertiefen. Milton Friedman hat auch kritisiert vor 50 Jahren, dass die Verzögerung, das ist immer noch eine sehr, sehr wichtige Kritik, dass die Verzögerung bei der Erkennung und Aktionsplanung gegen eine Konjunkturdelle ist manchmal so lange, dass es gar keinen Sinn mehr hat. Also man hat den Zug verpasst sozusagen. Dann gibt es die Lukas-Kritik, das machen wir in beiden Makro-2-Vorlesungen. Ich mache es ein bisschen weniger formal, aber die Idee ist sehr, sehr wichtig. Und zum Schluss diese Kittlin Prescott wieder zurück. Die ist eine andere Idee von denen, die ich erwähnen möchte. Also zunächst einmal diese Idee Gleichgewicht oder Ungleichgewicht. Der neukeynesianische oder neoklassische Synthese als Betrachtungsweise für die Konjunktur sieht die Volkswirtschaft ein bisschen im Ungleichgewicht. Also die Firmen haben irgendwelche Gründe, nicht die Preise anzuheben, vielleicht sogar optimal, aber auf jeden Fall ist es nicht mit ihren optimalen Plänen langfristig konsistent. Und deshalb gibt es eine Entfernung der gegenwärtigen volkswirtschaftlichen BIP-Niveaus von dem langfristigen wachsenden Produktionspotenzial. Und das benennen wir Zyklus. Nicht? Und man kann das als auch ein Zeichen der Markträumung oder Nicht-Markträumung. Und wenn die Markträumung stets stattfindet, würde man einfach sagen, die AS-Kurve ist steil. Und das wäre eher eben dieser RBC-Ansatz. Wo die Inflationserwartungen passen sich eher langsam an und das führt zu Ungleichgewicht. Viel interessanter ist die Inflation, und da kommt die Politik immer zum Vorschein. Nicht nur ist es so, dass es Menschen, die feste Einkünfte haben, die Kosten einer höheren Inflation zahlen, wenn sie es nicht erwartet haben, wenn sie es nicht durch die Politik bewirkt haben, dass sie eine automatische Erhöhung der Renten oder Sozialleistungen bekommen. Betrifft auch Leute, die Sozialhilfe beziehen. Nicht? Also die können nicht automatisch einen Inflationsausgleich bekommen. Sie können es nur bekommen, wenn der Bundestag das zustimmt. Ganz allgemein ist die Inflation eine gewisse Quelle von Unsicherheit, weil hohe Inflation immer mit unsicherer Preisbildung für die Einzelnen einhergeht. Das ist ein empirisches Faktum. Die Inflation ist auch eine Steuer für Leute, die Bargeld halten und auch für die Leute, die keine Anpassung bekommen. Habe ich gerade gesagt, auch Leute, die Renten bekommen oder Hypotheken zahlen. Nicht? Also mit Hypotheken ist es interessant, wenn sie zu einem festen Nominalzins vertraglich gebunden sind und dann steigt die Inflationsrate an, dann eigentlich haben sie, wenn ihre Löhne nominal mithalten, haben sie einen Vorteil. Weil ihre nominale Zahlungen, die normalerweise über eine Hypothek festgelegt sind, immer weniger wert sind, aber sie halten mit ihren Löhnen. Vorausgesetzt, dass der Fall ist, ist für Häuslebauer eigentlich ein Vorteil in der Inflation zu sehen. Also es sei denn, die Hypothekengeber das vorwegnehmen und höhere Nominalzinsen verlangen. Und dann ist es ein Problem, wenn die Deflation kommt und Sie ein Haus gekauft haben auf Kredit, haben Sie ein großes Problem. Ihre Nominalverpflichtung geht nicht zurück automatisch mit der Deflation, sondern ist fest. Dann haben Sie echt Schwierigkeiten, Ihre Hypothek abzubezahlen. Und hohe Inflation ist auch mit dem Problem verbunden, dass man eigentlich nicht mehr erkennen kann, wie sich die relativen Preise entwickeln. Also wenn diese Flasche Wasser mal in einer Hyperinflation von Tag zu Tag 20 Cent teurer wird,
dann müssen Sie als Spreequelle, als Hersteller sich feststellen, ist es eine Chance für mich? Kann ich mehr real Gewinn daraus schlagen? Oder steigen die Löhne von meinen Mitarbeitern und sonstigen Kosten zur Herstellung dieses Wassers, des Wassers mitgestiegen? Wie können Sie überhaupt das beurteilen? Und wenn Sie das für lächerlich finden, fahren Sie mal in ein Land der Entwicklungswelt, wo dritten Welt, wo die Inflationsrate vielleicht 50% pro Jahr ist, dann ist es echt ein Problem für die Unternehmen, überhaupt mal zu kalkulieren. Auch für die Arbeitnehmer. Wie viele Löhne soll ich mal verlangen? Das ist der Preis der hohen Inflation. Und Sie sehen das in den Daten. Erstens, das erste Bild zeigt, wie die durchschnittliche Inflation über eine sehr lange Zeit, das sind 2-3 Jahrzehnte, korreliert mit der Standardabweichung der Inflation. Standardabweichung ist ein Variabilitätsmaß und Sie sehen ja in Ländern, und das beschränkt sich nur auf die OECD, also wir reden nicht von Entwicklungsländern hier, sondern von der OECD, in jenen Ländern, wo die Inflationsrate durchschnittlich hoch war, und das war zur Zeit der eigenen Währung in Griechenland und Portugal, hatten sie sehr hohe Inflationsvariabilität. Das heißt, die Inflation schwankte auch um diese höheren Werte herum. Und in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Belgien waren diese niedrigen Inflationsraten relativ kompakte Variabilität. Das heißt, reale Produzenten können darauf festlegen, okay, meine Kosten werden vielleicht 2% steigen und das ist eine gute Faustregel und dann kann ich, falls der Marktpreis von Spreequell wirklich auf 20% ansteigt, dass die Leute tatsächlich Spreequell trinken wollen und ich kann Geld machen, dann werde ich mehr produzieren und dann werden die Menschen auch glücklich. Das heißt, es geht nicht nur um Gewinn machen, sondern dass der Markt funktioniert, dass die Produkte, die man nachfragt, tatsächlich den Preissignalen folgt. So funktioniert der Marktwirtschaft. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man Planwirtschaft einführen. Also Marktpreise müssen Signal geben. Zweites Bild zeigt, wie die Löhne sich dazu verhalten. Also gerade wenn die Inflationsrate sehr variabel ist, sind die Löhne auch. Denn das sind Reallöhne. Das heißt, die Menschen waren zu spät. Sie waren hinter der Kurve, die Inflation kam, schockartig. Das passierte übrigens in Griechenland sehr häufig. Bei der lieben Drachme waren die griechischen Arbeitnehmer, die nicht gewerkschaftlich aufgestellt waren, haben immer verloren. Also da mussten irgendwie wirklich kämpfen, Unterstützung von verschiedenen politischen Stellen bekommen, bevor sie ihre Reallöhne wieder zurückklauen konnten. Also das ist der Nachteil von hohen Inflation. Also diese Lust nach den alten freien Währungen. Also es kann natürlich auch in England sein, also jetzt, wo sie nicht nur nicht Mitglied des Euro sind, sondern außerhalb des EU sein könnten, könnte es dazu kommen, dass diese Pfundabwertung durchaus in Preiserhöhungen in England in den nächsten Monaten, Quartalen kommen. Das würde heißen natürlich auch höhere Inflation. Die Engländer haben schon eine gewisse Geschichte mit Inflation, wie Sie von dem ersten Bild sehen können. Dritte Idee mit der Nachfragekritik, Kritik der Nachfragepolitik. Milton Friedman hat gesagt, allein die Verzögerung der politischen Maßnahmen verursachen Probleme. Nämlich, wenn ich Fiskalpolitik machen möchte, wenn ich aufs Gaspedal treten will bei einer Rezession. Erstens muss ich erkennen, dass eine Rezession da ist, in real time. Also wenn ich nicht gerade die besten Makroökonomen der Welt eingestellt habe, haben sie auch Probleme, diese Schocks rechtzeitig zu erkennen und in ihrem Modell zu füttern. Muss man immer vor der Kurve sein. Allein die Erkennung ist ein Problem. Die Erkennung der Rezession, okay, aber es dauert Zeit, vielleicht baut sich das auf. Da muss sich mal die legislativen, exekutiven Instanzen bewegen dazu, schnell Beschlüsse zu fassen. Ist auch nicht einfach. Die Entscheidungsträger müssen dazu bewegt werden, auf die Ökonomen zu hören. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie man in England sieht.
Die Implementierung dieser Maßnahmen dauert auch Zeit. Und die Wirksamkeit ist ohnehin immer ein bisschen fraglich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Dieses schöne, ich sage das immer jedes Jahr, weil es mich so beeindruckt, dieser schöne Hörsaal. Wir haben wirklich einen großen Vorteil, in diesem Hörsaal Vorlesungen zu machen. Also ich bin hier 93 gekommen, es sah ein bisschen anders aus. Wenn Sie schauen wollen, gehen Sie mal raus und gucken Sie mal sich dieses Bild an, diese Bilder vom damaligen Zustand. Das war zu DDR-Zeiten ausgestattet und 40, 50 Jahren eigentlich gar nichts getan. Also die Instandsetzung von diesem Hörsaal ist schon in den 90er Jahren geplant worden. Genau wie die schöne Außenfassade von unserem Haus. Schon alles geplant worden in den 90er Jahren. Und da hat Berlin eine eigene Finanzkrise gehabt. 96 müsste gekürzt werden und die Pläne landeten in eine Schublade. Okay, schlecht finden Sie, ja, aber die Pläne waren immer da. Die Deutschen sind sehr gründig, die haben die Pläne haben nicht weggeworfen, sondern die lagen in der Schublade 20 Jahre lang. Ja, ist ein bisschen übertrieben, sagen wir mal 10 Jahre lang, 12 Jahre lang. Dann kam die Finanzkrise und Berlin wurde angehalten, Geld auszugeben. Und Berlin natürlich mit der planerischen Exzellenz, die man im Flughafen sieht, tat sich ein bisschen schwer vorneweg, was machen wir jetzt? Und dann hat die Humboldt-Universität sich gemeldet, hey, wir haben diese Pläne von 1995, 94, machen wir die doch. Und dann haben alle geklatscht und wir haben 14 Millionen hier investiert ins Haus in den Jahren 2008, 9, eigentlich 9, 10 bis 11. Und deshalb sieht das Gebäude so schön aus. Es ist kein Zufall. Vielleicht doch. Wir profitierten von der Finanzkrise letztendlich. Ist furchtbar, ja. Aber sonst, wir haben in den 90er Jahren unter der Berliner Finanzkrise gelitten, weil irgendwelche Bauunternehmer in Plattenbauten investiert hatten. Das war eine Riesenpleite und die Berliner Landesbank musste aus der Patsche geholfen werden. Also sowas passiert, manchmal gibt es auch Gerechtigkeit. Aber wenn das nicht so klappt, das war wunderbar. Die Pläne wurden sofort exekutiert, also durchgeführt und das hat offensichtlich die Bauunternehmen in Berlin ein bisschen geholfen, über Wasser zu halten. Wir haben ein schönes Gebäude, ich bin sehr glücklich hier, also wenn die Technik funktioniert. Aber sonst, die Technik wurde nicht Plan der Architekten, sondern es ist der technischen Abteilung, es ist eine andere Instanz. Friedman sagt einfach, wir haben eine blaue Konjunkturwelle und wenn wir zu spät dran sind, machen wir nicht die rote, schöne, also rosenfarbige Kurve, sondern wir machen eher eine Verschlimmerung. Weil wir geben einfach Gas in dem Moment, wo die Volkswirtschaft sowieso erholt hat. Nicht? Also gerade, Sie sehen das ja, also bei Punkt A, der erste Pfeil anzeigt, würde man eigentlich sagen, okay, jetzt machen wir Fiskalpolitik, aber die Fiskalpolitik braucht Zeit oder die Zinssenkung und Erhöhung der Zielinflation führt irgendwie zu Wirkungen, die viel zu spät kommen und dann hat man eine Verschlimmung der Zyklen. Okay, man kann das nicht ausschließen. Dann kommt eine andere Kritik von einem anderen Chicago-Kollege. Das ist nicht vielleicht zufällig, dass alle diese Kritiken kommen aus Chicago, aber das ist, weil die Chicago eine gewisse Mentalität haben. Wir wollen die Marktwirtschaft die Vorherrschaft geben, weil wir davon ausgehen, dass die Marktlösung immer ein bisschen besser ist. Ich will das nicht weiter kommentieren, aber die Kritik muss man intellektuell ernst nehmen. Erstens, die Friedman-Kritik ist nach wie vor wichtig und nur durch clevere Planung der Humboldt-Universität bzw. der Finanzverwaltung von Berlin hat man tatsächlich das gut abgewendet. Aber die Lukas-Kritik ist ein bisschen ernst zu nehmen, weil es auf die Erwartungen der Politik eingeht. Und Sie haben schon gesehen, wenn die Erwartungen vollständig rational sind, sagen wir mal vollkommene Voraussicht, noch härterer Fall, ist die AS-Kurve senkrecht. Politik kann eigentlich gar nichts machen, was Output angeht. Die Menschen nehmen das schon vorweg. Und das ist eine allgemeine Kritik. Die Kritik heißt, also die Menschen, die
in der Volkswirtschaft zu tun haben, die die Volkswirtschaft bevölkern haben, eine Vorstellung der Politik und Antwort auf bestimmte Störungen. Und sie handeln selbst nach einer Vorstellung der Politikreaktion. Und wenn die Menschen davon ausgehen, dass der Staat versucht, irgendwie vielleicht mit Nachfragepolitik zu agieren, wenn das gegen ihre Interessen sind, dann wird das zu einer, sozusagen ein Rückwärts Reaktion, und das bedingt die allgemein volkswirtschaftliche Reaktion auf diese Politik. Also im konkreten Sinne von Inflationserwartungen, wenn die Menschen erwarten, dass der Staat mit höheren Inflationszielen reagiert auf eine negative Nachfrageentwicklung, kann es durchaus sein, dass ihre Anpassung ihrer Erwartungen diese positive Auswirkung zunichte machen. Aber es ist viel weiter. Diese Kritik ist viel, viel weiter, als was Sie meinen. Also zum Beispiel die aggregierte Nachfrage. Es gibt so ein super Beispiel. Es hängt immer darauf an, wie sich die Menschen verhalten. Aber Sie erinnern sich, dass die Grundlage des Konsumverhaltens hängt damit zusammen, dass man ein Profil des Konsums bilden will, das relativ glatt ist. Dann kommt zum Beispiel die große Rezession im Jahr 1975, und Präsident Ford hat gesagt, okay, wir schenken den Leuten $500. Das ist ganz leicht. Es ist ein bisschen wie Helikopter, aber nicht. Man hat das über die Steuererklärungen gemacht. Jede amerikanische Familie hat $500. Das ist damals relativ viel Geld. Also eine Steuerschenkung, die auf Kosten der Zukunft finanziert werden müsste, klar. Also wenn Sie rein ricardianisch denken, sollte es sowieso keine Auswirkung haben. Okay? Und das ist der Punkt. Also wenn der Staat, wenn erwartet wird, dass die Staatsfinanzen später korrigiert werden müssen, werden die Menschen sehen, ah, es kommt aus meinem Hintern, also ich muss es bezahlen, dann werde ich eigentlich dieses Geld, das mir Präsident Ford gibt, werde ich es einfach auf die Bank bringen und sparen, weil ich sowieso nächstes Jahr das zahlen muss. Das wird nur entkräftet, wenn die Menschen tatsächlich ihr gesamtes Einkommen ausgeben. Das sind diese Hand-to-Mouth-Annahmen als Gegensatz. Insofern, die Lukas-Kritik würde sagen, passt mal auf, eine einmalige Steuerschenkung wird die Nachfrage kaum beeinflussen. Hingegen eine permanente Steuersenkung, dann können die Menschen vielleicht, wenn es glaubwürdig ist, ne? Wenn es nicht glaubwürdig ist, wenn die Menschen sagen, also er verspricht permanent, aber wir kennen diese Partei, sie werden in 5 Jahren die Steuern sowieso erhöhen. Also die Erwartungen der Zukunft sind maßgeblich für die gegenwärtige Reaktion. Ebenso kann man es für die aggregierte Angebote, habe schon gesagt, die Erwartungen durch die Menschen wird bedingt durch das Verhalten der Politiker, gerade die Geldpolitiker in Ländern, wo die Inflation hoch ist, werden kaum Glaubwürdigkeit haben. Noch eine Kritik kommt von den Vätern des Real Business Cycle Ansatzes, aber das hat nichts mit Real Business Cycle zu tun direkt, sondern es hat einfach mit diesen Erwartungen wieder zu tun. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Lukas. Die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte sind zentral. Hier geht es um die Einhaltung von Versprechen. Also vorhin war das eben so, ja, also ganz wichtig für die Lukas-Kritik ist, wenn Sie mit der Ökonometrie Spaß haben und versuchen, ökonometrische Gleichungen mit der Vergangenheitsdaten, mit den Daten der Vergangenheit zu schätzen, werden diese Daten und mit den Daten geschätzten Gleichungen keine Gültigkeit mehr haben, wenn sie die Politikregeln ändern. Das war die eigentliche Formulierung der Lukas-Kritik von damals. Deshalb Ford hat Keynesianer eingestellt, die Konsumfunktionen geschätzt haben mit vergangenen Daten, und dann haben sie die Steuern gesenkt und sagten, das muss irgendwie klappen, aber die Menschen haben das anders gesehen. Okay? Aber hier geht es um ein Versprechen. Also es gibt sehr viele Beispiele aus dem Leben, wenn es, man ist sozusagen der Depp, man glaubt einem, er verspricht ihnen was, und dann glauben sie ihm, und dann macht er einen Rückzieher. Sie haben schon gehandelt, nicht? Und dann tut er was anderes. Es ist nicht ehrlich,
Es ist leider bei manchen Menschen, die nicht unbedingt ohne Anwälte arbeiten können, ein Problem. Und das heißt, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit von Politikankündigungen. Zum Beispiel kann man gleich sehen, die Zentralbank in Venezuela kündigt an, es wird jetzt ab sofort eine niedrige Inflationspolitik geben. Wir werden ganz, ganz sehr, sehr eng auf die Geldmengeentwicklung aufgucken. Und wir werden dafür sorgen, dass die Inflation 10% bleibt. Und Sie könnten natürlich kurzfristig Interventionen am Devisenmarkt zu einer Aufwertung des Bolivars veranlassen. Und kurzfristig sieht es so aus, wir haben niedrige Inflation. Die Menschen jubeln, sagen, ja, toll. Dann schrauben sie ihre Lohnforderungen runter und die ganze Wirtschaft fängt an zu glauben, die Inflationsrate ist statt 500% pro Jahr nur 10%. Aber dann, was passiert dann? Die Zentralbank sagt, ah, diese Deppen, die haben das jetzt geglaubt, die haben mir geglaubt, jetzt kann ich richtig mit Gas geben. Ne? Das ist genau, was die Menschen vorwegnehmen und deshalb wird ein Versprechen nicht ernst genommen. Das heißt, sobald es Handlungsspielraum für die Politiker gibt, wo sie sich nicht festbinden können oder keine gute Reputation haben, werden diese Politik nicht richtig ernst genommen. Deshalb gibt es eigentlich Politikregeln. Viele Leute sagen, okay, ich binde mir die Hände und ich mache zum Beispiel ein Inflationsziel und ich verpflichte mich bei Abweichungen von Inflation von diesem Ziel, werde ich mich bestrafen lassen. Zum Beispiel in Bank of England, der Gouverneur muss bei Abweichungen der Inflation von seinem Ziel muss einen Brief an die Königin schreiben. Oder bei dem Premierminister. Ne? Muss bei dem Premier sich entschuldigen, dass ihm das Ziel verfehlt hat. Ne? Dass er es nicht geschafft hat. Okay? Das ist eine Selbstbestrafung, die sozusagen verordnet ist. Oder öffentliche Anhörungen. Das ist auch eine interessante Möglichkeit, die Leute glaubwürdig zu machen. Aber es gibt viele Beispiele. Zum Beispiel, Sie haben, wenn Sie Familien haben, wenn Sie Kinder haben, und dann sagen Sie den Kindern, tu das nicht oder ich werde dich bestrafen. Das ist nicht glaubwürdig. Letztendlich, wenn es passiert, passiert nichts. Weil die Strafe nicht optimal ist. Das will man nicht. Und die Kinder wissen das und verhalten sich entsprechend. Ja? Und man könnte genauso sagen, die Regierung kündigt eine Steuersenkung an, will die Kapitalinvestition ankurbeln. Aber im Prinzip, wenn die Unternehmen glauben, dass die Steuersätze niedriger sind, diese niedrige Steuersätze wäre R-Strich, das würde eine niedrige Steuer, eine Besteuerung von Kapitaleinkünften, die niedriger ist, dann müsste man eigentlich diesen roten Balken als Anlass zu investieren. Das ist unsere Theorie. Aber wenn die Menschen glauben, dass sobald das Kapital eingepflanzt ist in Realkapital, in einer Fabrik, dann kommt der Staat und sagt, ja, wir haben es nicht so ernst gemeint oder wir haben ganz große Probleme hier, wir müssen uns finanzieren und diese schöne Anlage können wir wunderbar besteuern. Und wenn die Firmen das antizipieren, werden sie niemals von K-Stern, K-Stern zu K-Stern Strich hingehen. Die werden immer, naja, ich glaube diese Regierung nicht. Insofern, Glaubwürdigkeit ist ganz wichtig, das ist die Kritik, gerade bei solchen Politikmaßnahmen von Killen Prescott. Es geht tatsächlich um Steuersenkungen, vor allen Dingen von verzerrenden Steuern, die dazu führen, dass man eigentlich mehr oder weniger investiert. Aber wenn die Entscheidung getroffen ist, kann man keinen Rückzieher mehr machen. Okay, zum Schluss gibt es ein paar Anmerkungen zu Politikern. Wir haben Demokratie, das heißt, wir wählen einen Bundestag, repräsentative Organe, die diese Entscheidungen treffen. Und diese Demokratie heißt Mehrheitsfähigkeit. Jede Partei hat eine andere Vorstellung, das ist auch gut, das ist wie ein Markt. Nicht? Jeder kann irgendwie mal irgendeine Mischung, das ist wie chinesisches Essen, also es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeit, man kann sogar Koalitionen wählen und diese Koalitionen haben unterschiedliche Reaktionen auf politische Entwicklungen. Nicht? Also CDU-Regierung würde anders reagieren als eine Koalition der Linken und der SPD
und der Grünen vielleicht, den Grünen, auf eine bestimmte Entwicklung. Und Sie als intelligente Ökonomen können das vielleicht sogar vorweg nehmen. Und dann ist es so richtig schwierig mit Zeitkonsistenz, nicht? Weil Sie kündigen eine Politikmaßnahme an oder eine Regel an, eine Reaktionsregelmäßigkeit auf bestimmte Entwicklungen, und dann gibt es Unstimmigkeit in der Koalition, es gibt Neuwahlen, dann ändert sich komplett alles. Das heißt, die Politiker müssen vage sein, um überhaupt eine Koalition zustande zu bringen. Und dann gibt es noch interessantere Probleme. Es gibt den Wunsch, wiedergewählt zu werden. Und in den Wahlperioden werden die Politiker sich positionieren, dass, wenn die Wahl stattfinden, dann ist der Nebel weg und dann weiß man, wer regiert. Dann wird man immer eine Überraschung haben. Sozusagen, man kriegt automatisch einen Schock. Nach den Wahlen, entweder gibt es Rot-Grün-Rot oder es gibt Schwarz-Whatever. Und ja, also als intelligente Wirtschaftssubjekt erwartet etwas in der Mitte. Und diese gemittelte Erwartung wird immer so oder so geschockt. Das heißt, wir haben automatisch eine Störung nach den Wahlergebnissen. Ich sehe, dass ich nur 5 Minuten habe und deshalb kann ich nur die Fiskalpolitik ankratzen, aber wir werden das nächste Woche zu Ende machen. Das ist eine der interessanten Dinge. Fiskalpolitik als Beispiel. Also die Allgegenwärtigkeit des Staates, also ist nicht nur eine Frage der europäischen Wirtschaft, das ist überall, auch in den USA gibt es verschiedene Ebenen der Staatlichkeit. Federal Government, es gibt State Government, es gibt auch Local Government, in Deutschland gibt es auch, und das kostet Geld. Der Staat hat viele Ausgaben und deshalb ist die Fiskalpolitik nicht nur Konjunkturpolitik, es ist was anderes. Manchmal Bereitstellung von öffentlichen Gütern. Ich werde nicht definieren, was öffentliche Güter sind, aber Sie sollen es wissen. Und wir haben, das ist wirklich ein aktuelles Problem, fast alles, was der Staat macht, ist gewollt oder ungewollt, hat mit öffentlichen Gütern zu tun. Güter mit Gütern, die nicht oder schlecht gestellt werden von Märkten. Und der Staat hat auch möglicherweise Umverteilungsziele. Man will einfach mal etwas von den Wohlhabenden wegnehmen, weil, naja, sie haben vielleicht einen niedrigen Nutzen am Rande von diesen Vermögen. Und es gibt auch Leute, die schlecht gestellt sind von der Gesellschaft oder durch Schicksal, dann möchte man als solidarische Gesellschaft denen helfen. Und dann gibt es natürlich das schon angesprochene Funktion, die Funktion der makroökonomischen Stabilisierung. Und es geht nicht nur kurzfristig. Kurzfristig habe ich angesprochen, es gibt diese automatische, ja, reflexartige, also wie mit der Humboldt-Universität, oder es gibt vielleicht eine diskretionäre. Bei ganz schlimmen Rezessionen kann man zum Beispiel eine Abwrackprämie einführen oder sowas Ähnliches. Aber es gibt auch um langfristige Gestaltung der Steuersätze, aus dem Grunde, den ich schon genannt habe, wenn der Steuer distortionär ist, also verzerrend ist, kann es durchaus dazu führen, dass zu viel Schwankungen dieser verzerrenden Steuer zu wahnsinnigen Schwankungen der Investitionsausgaben führt. Wenn alle hoffen auf eine Steuersenkung für Kapitalanlagen, dann macht man gar nichts, bis diese Senkung kommt. Und dann gibt es eine Sintflut von Ausgaben für Kapitalgüter. Das ist vielleicht auch nicht gerade gut. Also man spricht von einer Glättung der Steuersätze, die verzerrend sind. Das sind alle Ideen, die im Kapitel 17 in einem Lehrbuch kommen. Das sind sehr wichtig. Es gab früher in dieser Uni eine ganze Lehrveranstaltung für Finanzwissenschaft. Finanzwissenschaft heißt nicht Finanzierungswissenschaft. Es ist nicht also Kapitalmärkte. In der deutschen Sprache heißt Finanzwissenschaft eigentlich die Analyse der öffentlichen Hand und warum es die öffentliche Hand überhaupt gibt. Und das ist schade. Es ist eine allgemeine Tendenz, diese Lehrveranstaltungen werden allmählich abgeschafft, aber gerade in Europa ist es wichtig zu verstehen, warum wir
den Staat haben, brauchen, finanzieren wollen. Auch wenn es zu Wohlfahrtsverluste führt. Steuern sind natürlich nicht gut. Dann lassen Sie mir mal einfach diese Gleichung darstellen, dann lasse ich Sie in Ruhe und wir machen den Rest nächste Woche. Das ist sehr wichtig. Es geht um die Stabilisierungspolitik der Staatshaushalte. Und es ist Makroökonomie pur. Es erklärt, weshalb Griechenland in der Situation ist, wo das Land sich befindet und warum Irland jetzt in eine andere Richtung zieht. Irland hat auch ganz hohe Höhen und Tiefen der Finanzverschuldung des Staates. Also ich werde erstmal mir das schenken, Diskussion schenken, warum der Staat überhaupt existiert. Überzeugen Sie sich alleine. Gegeben, dass der Staat sich finanzieren muss, muss man eben ein paar Dinge definieren. Nicht? Also wir lesen von einem Staatsdefizit. Und das ist in der Regel von der OECD konsolidiert, Bund, Länder, Gemeinden. Und dann gibt es einen Überschuss. Und dieser Überschuss ist normalerweise mit einem Minusvorzeichen versehen, das heißt Defizit. Und wir haben angeblich in Deutschland einen schwarzen Null, das heißt ganz kleines bisschen Überschuss. Ein kleiner Überschuss wird in den letzten 2 Jahren gefahren. Absolut Spitzenleistung, wenn man das gut findet. Es muss nicht sein, dass Sie es gut finden, aber wenn Sie meinen, das hat Ziele, Gründe, fein. Man zerlege diesen Überschuss in 2 Teile. Erstens, was ist T-G? Nettosteuern abzüglich Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, das kennen Sie. Und was ist meine Zinseinkünfte? Und der Staat hat normalerweise wenig Einkünfte. Das ist auch mit Minusvorzeichen versehen. Der einzige Staat, den ich kenne, es gibt 2 Staaten, die ich kenne, Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Norwegen. Das sind 3 Staaten, wo ich ganz sicher bin, dass sie Zinseinkünfte haben, die Zinsleistungen an Kreditgeber überwiegen. In den meisten Staaten ist Zinseinkommen eigentlich ein negatives Konto. Das heißt, wir haben diese Zerlegung ist sehr wichtig. Und wenn Sie das eigentlich in der Zeitung bezeichnen, gibt es ein Staatsdefizit, das ist Minusüberschuss. Man sagt in Neudeutsch Neuverschuldung des konsolidierten Staates. Neuverschuldung, Neuemission von Schulden. Und dann zerlege man das in Primärdefizit und und Zinszahlungen. Also ich habe nichts anderes als die andere Gleichung mit Minusvorzeichen überschüttet. Und jetzt haben wir Defizit, Primärdefizit, davon lesen Sie in der Zeitung. Das heißt, das Primärdefizit ist das Gesamtstaatsdefizit abzüglich Zinszahlungen. Und das ist eine ganz wichtige Größe. Das kommt auf jeden Fall in der Klausur. Sie sollen das verstehen. Und wissen Sie, wer das versteht? Der gute Sarrazin. Sie können halten von ihm, was Sie wollen. Er war mal der Senator für Finanzen in Berlin. Und er hat das auch damals propagiert. Als Ökonom hat er versucht zu erklären, den Politikern, warum Berlin einen Staatsprimärüberschuss fahren muss. Das war in der Zeit der Finanzkrise. Herr Sarrazin hat das hier von diesem Podium meinen Studenten erzählt. Damals war politisch eigentlich etwas leichter zu verdauen und er hat es wirklich sehr gut erklärt. Und es ist genau, was Sie jetzt lernen werden. Und was zählt eigentlich in einer Volkswirtschaft, die wächst, ist das Primärdefizit. Wenn Sie einen Primärüberschuss haben, dann haben Sie eine Chance, mal Ihren Schuldenberg im Verhältnis zu BIP, zur Leistung, in Kontrolle zu bringen. Das machen wir nächste Woche. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.